Ein Rutschplatz. Läuft. Hier, test mir unser Dandori. Ich liebe Dandori. Liebst du Dandori? Fertig. Los. Gib alles beim Dandori. So. Dann bringt das mal schön weg. Da kriege ich keine zusätzlichen Pikmin. Los. Los, Pochi. Okay. Dann kommt mal her. Hab ich hier einmal trinkt. Los. Rudel. Jetzt muss nur einer einen mitnehmen. Gut. Okay, wir haben 5 Minuten Zeit. Das ist gut. Das geht. Geht voll klar. Kommt her. Dann machen wir das jetzt erstmal platt. So, das könnt ihr schon mal wegbringen. Okay, da war nur noch Salz. So. Trinkt. So. Dann kommt mit. Hilft alle mit. So, einmal mitkommen. Gut. Pochi, du kannst es hier mal ran. So, dann einmal hier, bitteschön. So, und ihr könnt das hier wegbringen. Muss ja nur irgendwie 100 Punkte voll kriegen, ne? So, dann gehe ich hier lang. Los! So. Ich weiß nicht,
Ochi, mach das mal bitte. So, dann können sie mal hier dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Stell dich der Herausforderung erneut. Ja, eventuell. Deine Pikmin, ja. Aber wir kriegen zumindest Silber noch. Bronze-Matic. Boost. So, dann kommt her. Bei 130 würde man Silber kriegen, okay. Los, Bochi, hilf mit. Und schon, wir kriegen noch Silber. Komm schon, komm schon, komm schon, Leute. Ja, wir kriegen noch Silber. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, so knapp. Wir hätten bestimmt noch. Ist so knapp. So knapp. Ich glaube, das ist sogar das letzte, was noch gefehlt hat. Plus noch ein paar Goldklumpen. Och nö. So knapp. Dein Dandori, zu gut. Unschlagbar. Wie versprochen, erhältst du eine Belohnung. 30 Rohmaterialien. So knapp an Gold. Die gestrandete Person ist ohnmächtig. Das ist unsere Chance, sie zu retten. Definitiv. Eigentlich müsste ich es so machen, dass ich eigentlich erstmal alle Laublinge rette, dann tagsüber weitermache. Bei den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem, wir müssen diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten das Deckel dieser Höhle geschlossen halten. Na gut, lassen wir mal so. 1, 2, 3. Hier ist irgendwo ein Schatz. Ah, beziehungsweise ist das hier der Schatz, okay. Dann warten wir, bis die Pikmin den zurückgebracht haben. Dann würde ich mich in die nächste Höhle wagen. Warum wurde diese Leute überhaupt in Laublinge verwandelt? Es muss doch einen Grund dafür geben. Tja, auf ihre Visitenkarten können wir wohl nicht zugreifen. Dann konzentrieren wir uns besser einfach auf die Rettung. Bedeutet das, die blenden das jetzt nicht mehr so oft ein? So, was haben wir denn hier?
Königreich der Bestien. Ach du liebes Bisschen. In dieser Höhle befinden sich viele verschiedene Punktkäferarten. Vielleicht bauen sie hier ihr eigenes Reich auf. Für sie bin ich nur ein Eindringling, den es unschädlich zu machen gilt. Sollte ein Kampf unausweichlich sein, muss ich mich auf meine Items verlassen. Unterzeichnet Olimar. Das hört sich nicht gut an. Drei Arten von Pikmin. Oh, wir kriegen neue Pikmin-Art. Oh, kriegen wir jetzt die Pikmin? Das wäre Bombe. Das wäre schön. Königreich der Bestien, Ebene 1. Das wäre klasse bei mir. Eine neue Pikmin-Art treffen. Mal das hier können wir doch mal direkt hier aufbrechen. So, dann können wir. Ich glaube, wir schleichen uns lieber von hinten an. Auf ihn mit Gefühl. Warte hier bitte. Nein, noch nicht machen. Wir machen erstmal den hier fertig. So. Wobei, mach weiter. Schön. Und dann hier. Oh, ein Croissant. Trinket meine Pikmin. Was hier noch irgendwas? Nein. Okay. Na komm mit, Pochi. Ihr kommt auch alle mit. Oh, ich liebe Erkundungen von Höhen. Das kann ich nicht so oft sagen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Pochi, du könntest den hier wegbringen. 1, 2. Dann mach das hier bitte kaputt. 1, 2. Hier hin. So. Und den Rest von euch macht den hier kaputt. Rohmaterial wurde transportiert. Bisher sind wir noch keiner neuen Pikmin-Art begegnet. Okay, mein komplettes Puzzle. So. 100%, 16%. Okay. Das wird eine sehr lange Ebene. Es gibt ca. 5 Ebenen. Oh, wir kriegen die Steinpikmin. Thank you.
Boah, jetzt können wir hier viel aufsammeln. Dann einmal aufteilen. Oh. Felsbigman, hart wie Schale. Das sind schon richtige Pigmen, oder? Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass Olimar die in seinem Logbuch erwähnt. Felspigmen sind steinhart. Sie können Glaswände zerbrechen und in den Boden gerammt werden. Stacheln machen ihnen nichts auch. Doch trotz ihrer Zähigkeit können sie auf harten Oberflächen oder von den Zähnen mancher Kreaturen zerquetscht werden. Sie sind also hart wie Felsen? Tja, ich hätte sie wahrscheinlich wirklich für Steine gehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Pigmen sind. Definitiv. So, 1, 2, 3. Hier hinten sind auch nochmal Pigmen in Schwierigkeiten. So. Hier bitte auch wieder. Jetzt einmal alles aufsammeln. Nicht mal ein Kratzer, definitiv. Ja. Eins. So. Und nochmal eins. So. Hier geht's zur nächsten Ebene. Hier gibt es ja noch einiges zu entdecken. Okay, Pochi macht das. So, dann einmal hier zerbrechen. Holt's euch. Genau hier, holt's euch. Warte, ich möchte lieber mit allen Pigmen dorthin. Nein! Ey, der hat 7 Mana Stein. Was für ein Arsch. Wir gewonnen so Zaron. Ich hoffe, wir treffen noch auf mehr. Muss noch irgendwo ein Schatz sein. Im Pochi. Bitte. Finde uns einen Schatz, ja? Ach, hier kann man wieder graben. Was soll das werden? Eine Bambussprosse. Ey, was ist, wenn die Eis... Gott, wir haben nur noch 3 Steinpicken. Und was ist, wenn die drauf? Wo wären alle drauf gegangen? Hätten wir hier ein richtiges Problem gehabt bei dort.
Warte, ich möchte noch kurz was gucken. Okay, es gibt hier keine Steinpikmin. Warte, habe ich vielleicht... Meine Tasche. Wir haben doch genug. Ja, guck mal, wir haben doch genug. Dann warten wir, bis die das hier weggebracht haben. Ich sehe praktisch um die Ecke. Okay, dann ab in den nächsten Gebiet. So. Prozent. Okay. Das heißt, es müsste wirklich 6 Ebenen geben. Halleluja. Ich hoffe, wir kriegen nochmal die Möglichkeit. Auch du. Oh. Ist hier wo irgendjemand gestrandet? Oh Lord. Was haben wir denn noch? Oh Mist. Das wollte ich nicht. Habe ich was zum Einfrieren? Ja. Los, 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 los. Angriff. Angriff. Angriff! Oh nein! Meine ganze Pikmin! Oh Gott! Meine ganzen schönen Pikmin! Ich habe so viele Pikmin jetzt verloren. Wegen meiner Dummheit. Mal sehen. Zeit, einen Blick auf die Visitenkarten zu werfen. Forschungsteammitglied Hus, Heimatplanet Ugra. Dieser Ökologe möchte den Lebensraum der Pikmin erforschen und herausfinden, warum sie ausgerechnet auf Pfeifen reagieren. Akademiker. Sie sind erst zufrieden, wenn sie etwas mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Händen berührt haben. Ich glaube, ich werde ein winziges Problem in dieser Höhle haben. Das war scheinbar noch nichts. Noch nicht alles, weil hier ist. Ach, hier ist noch ein. Oh, 1, 2. Poker-Chips? Okay.